Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal PC-Check. Es geht um Folgendes. Und zwar werden mir öfters mal PCs zugesandt, die fertig als Bundle gekauft werden, sei es bei Amazon, sei es bei Otto, sei es bei Saturn, Mediamarkt, wie auch immer. Und ich stelle immer wieder fest, wenn die Leute mich fragen, hey du, ist das was für mich? Kann ich damit arbeiten? Ist das günstig? Preis-Leistung, ist die in Ordnung und so weiter? Ich stelle immer wieder fest, dass diese PCs meistens sehr überteuert sind, falsch konfiguriert sind. Es wird ein ganzes Bundle an Software mit ausgeliefert, die einfach nur, naja, den PC zumüllt. Sei es Office 360 oder Kaspersky Antivirus und so weiter. Was man meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht benötigt, aber gut, das bleibt natürlich jedem selber überlassen, was er als wichtig erachtet. Es geht einfach nur darum, dass ich die Leute jetzt gerade kurz vor der Weihnachtszeit davor beschützen möchte, dass sie bei nicht dubiosen Händlern, aber bei einigen Händlern quasi PCs kaufen, die völlig überteuert sind. Und damit ihr mal so einen kleinen Einblick in diese Hardware-Welt bekommt, wie, naja, wie soll man sagen, wie verwuselt die ist und wie schwierig es ist, da die richtigen Komponenten auszuwählen und auch dann zu kaufen. Das werdet ihr in diesem Video sehen. Wir fangen an mit diesem Otto-PC, beziehungsweise Otto vertreibt ihr nur, es ist ein CSL-Computer. CSL ist ein sehr großer Händler, was Fertigcomputer angeht. Man kann, glaube ich, auch einzelne Komponenten kaufen, da habe ich mich jetzt nicht genau mit befasst, aber wir werden diesen PC zerlegen. Quasi alle Informationen, die wir haben, die in den Details stehen, werden wir mal einzeln zusammensuchen und werden mal schauen, ob sich das preis-leistungstechnisch überhaupt lohnt. Ein Wort noch vorab. Ich möchte nicht gegen irgendwelche Händler oder, weiß ich nicht, kleine Unternehmen oder große Unternehmen auch hetzen. Ich möchte euch einfach nur bewusst machen, dass wenn ihr etwas im Internet kauft, wo ihr denkt, oh geil, ein Gaming-PC, ich werde jetzt, weiß ich nicht, PUBG, Fortnite, Counter-Strike mit 200 FPS oder wie auch immer plus spielen. Nein, Leute, das ist bei den meisten Computern nicht der Fall. Ich bin immer dafür, dass man sich Computer selber zusammenstellen lässt. Und dann auch zusammenbauen lässt und sei es nur vom Nachbarn oder einem Bekannten, der sich gut auskennt. Und da ich öfters solche Anfragen habe, wo die Leute sagen, hey, was würdest du mir empfehlen, werde ich euch das jetzt einfach mal in einem Video nahelegen. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier den CSL Gaming PC AMD Ryzen 5 2600, eine GTX 1050 Ti, 16 GB RAM, eine SSD, wo man nicht genau weiß, ob es eine M2 oder eine normale 2,5 Zoll SSD ist, und eine Hydro XT 8820 Wasserkühlung. Den Namen habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Ich kenne diverse Wasserkühlungen. Man sieht sie auch hier angedeutet, ist es quasi eine normale Wasserkühlung, scheinbar ohne RGB. Ist ja auch nicht schlimm, muss jeder selber wissen, was er für richtig hält. Aber wir sehen, das ist eine 240er durch die beiden Lüfter, die da oben drin sind. Man sieht schon, dass dieses Bild nicht ganz passt und ich werde euch jetzt auch erklären, warum. Und zwar wird hier unten angegeben Asus Prime A320M-K. Das Asus Prime A320M-K ist ein Micro-ATX-Board. Das bedeutet, ihr habt dieses kleine Board hier und das hat einen Steckplatz noch für eine Grafikkarte, zwei PCI Express-Slots für etwaige Erweiterungen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das sind unter anderem WLAN-Karten, Capture-Karten, wie auch immer. Wenn ihr euch die Länge dieses Boards jetzt einfach mal anguckt, es ist Micro-ATX, dann können wir sehen, dass das hier endet. Wir haben drei Slots hier unten. Schauen uns den Computer mal an. Der hat definitiv mehr Slots. Hier steckt die Grafikkarte. Hier unten sind allein schon drei, die sichtbar sind. Plus wahrscheinlich noch eine verdeckt unter der Grafikkarte. Das weiß ich allerdings nicht. Und dieses Gehäuse wird komplett ausgefüllt. Also ist das schon mal ein ATX-Board und kein Micro-ATX. Das ist das Erste, was mir auffällt. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar haben wir hier den AMD Ryzen 5 2600. Den mit einer Wasserkühlung zu versehen, hat vielleicht den Vorteil, dass es ein bisschen ruhiger läuft, aber der Lüfter, der normalerweise mit dabei ist, wenn er nicht als Tray gekauft wird, reicht für diesen Prozessor völlig aus. Dieser Prozessor kostet aktuell, wenn wir bei Mindfactory gucken, ohne Lüfter, nee, warte, Moment, das ist der mit Lüfter tatsächlich. Jo, der ist dabei, 128 Euro.
haben wir da schon mal diesen Preis. Ist fürs Zocken tatsächlich sogar geeignet. Vielleicht, also es ist nicht High-End. Man kann damit die grundsätzlichen Spiele spielen. Sag ich jetzt mal wie Fortnite, PUBG vielleicht auch noch. Aber sobald es dann in Richtung, sagen wir, Watch Dogs Legion geht oder das neue Assassin's Creed Valhalla oder ähnliches, dann wird es schon irgendwann eng. CPU-Kühler, leistungsstarke Wasserkühlung, Gamer Storm Captain von Deepcool. Die habe ich tatsächlich noch nicht gegoogelt. Wir können jetzt einfach mal schauen. Wir gehen mal nach Geizhals und gucken, was die ganze Nummer kostet. Das wird die hier sein. Tatsächlich 126 Euro, die werden wir gleich noch mit reinrechnen. Die Sache ist die, dass gerade so eine Wasserkühlung, glaube ich, nicht gebraucht wird für ein 2600. Aber wir schauen weiter. Dann haben wir noch eine Boot-SSD, 240 GB. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das eine 2,5 Zoll SSD ist, allein schon aufgrund der Lese- und Schreibraten. 500 MB lesen, 350 MB schreiben. Hier haben wir eine, das ist die 240 GB Patriot Burst, die habe ich sogar schon mal verbaut, weil sie preis-leistungstechnisch eigentlich ganz in Ordnung ist. Und da sieht man auch schon, die ist sogar einen Ticken schneller, 560 und 455 gegenüber der Angabe von 500 und 350. Das heißt, da ist sogar noch eine schlechtere verbaut, wie es scheint. Dazu kommt, dass das Asus Prime Board, das müsste ich nochmal eben schauen. Das Asus Prime Board hat tatsächlich einen M2-Slot. Jetzt ist die Frage, warum wird dieser nicht genutzt? Scheinbar. Weil so ein M2-Slot, der hat schon mal durchaus so Durchgangsraten von 2 bis 3 GB, wenn nicht sogar 5 GB teilweise. Also 5000 Megabyte für die, die jetzt den Vergleich haben möchten zu dieser Angabe hier. Da dürfte dann noch eine 0 dran stehen, je nachdem, welche Qualität man nimmt. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es eine 2,5 Zoll ist. Speicher. 16 GB DDR4-RAM, Dual-Channel. Maximal 2666 MHz. Das ist sehr schade. Es wird sogar noch schwarz hervorgehoben. Das ist schade in dem Sinne, da der AMD Ryzen 5 2600 tatsächlich 2933 MHz unterstützt. Deswegen ist das ein RAM-Speicher, der etwas unterdimensioniert ist. Von Crucial immerhin, das, die Marke kenne ich, die habe ich auch schon öfter verbaut. Das ist soweit in Ordnung, aber hier hätten sie wirklich nochmal die 2-3 Euro in die Hand nehmen können und einen schneller Takt drin nehmen können. Dazu kommt die GeForce GTX 1050 Ti 4 GB. Da, inklusive GeForce Experience. Oh, Wahnsinn. Das ist, ja, das Treiberprogramm. Aber wie auch immer. DVI HDMI DisplayPort. GDDR5, wir sind schon bei 6, wenn nicht sogar noch mehr. Die 1050 Ti, ja, preis-leistungstechnisch ist das dann in Ordnung. Hier ist eine von MSI. Ich weiß nicht, die hat auf jeden Fall HDMI, DisplayPort und DVI. Ich weiß nicht genau, welche sie verbauen und welchem Hersteller. Es kann natürlich auch eine Stock sein von Nvidia. Da wisst ihr zumindest Bescheid, wo wir preislich da ungefähr liegen. Hier haben wir das Mainboard. Ein Asus Prime A320M-K. Das ist ein älterer Chipsatz. Es gibt noch B450, es gibt B550 mit verschiedenen Variationen. Minus A, minus F, wie auch immer. Es gibt X570, was schon im High-End-Bereich eigentlich angesiedelt ist. Und der Chipsatz ist für den Prozessor natürlich ausreichend. Man könnte den wahrscheinlich sogar noch durch ein BIOS-Update updaten, wie der Name schon sagt. Und dann sogar einen AMD Ryzen 7 3700 vielleicht sogar draufknallen. Ob sich das lohnt bei dem Board, das weiß ich nicht. Hier steht sogar noch einmal M2, sogar schwarz im Voll gehoben. Deswegen frage ich mich, warum benutzen die diese SSD dafür? Aber wie auch immer. Dieses Board kostet aktuell zwischen 49 Euro und 149 Euro. Für 149 Euro kriegt ihr schon die normalen RTX-Boards, die auch teilweise sogar schon den X570-Chipsatz haben, das ihr auch für die nächste AMD-Generation, die ja schon draußen ist, aber leider im Moment nicht verfügbar, 5000er-Reihe, gewappnet seid. Das wird mit dem Board auf jeden Fall, denke ich, nicht hinhauen. Belehrt mich eines Besseren, wenn ich da falsch liege. Ein optisches Laufwerk nicht vorhanden und nicht nachrüstbar. Das liegt an dem Gehäuse. Der Slot ist bestimmt da oben vorhanden, aber man kann halt kein Laufwerk da oben einbauen. Braucht man heutzutage auch nicht mehr. Das meiste, wenn so ein Windows oder so installiert wird, läuft über einen Stick. Wenn ein Spiel runtergeladen wird, wie der Name schon sagt, wird runtergeladen. Ubisoft, EA, Steam, wie auch immer. Epic Launcher, wenn ich irgendwas vergessen habt, stellt es euch einfach vor. Netzwerk, ja, Netzwerk. Normales LAN, was halt auf dem DSL fähig ist. Ist aber nett, dass die das dabei schreiben. Ist ganz normal das, was auf dem Board verbaut ist.
WLAN, das ist schon ein bisschen interessanter, eine 300 Mbit WLAN-Karte. RT3690 Chipsatz, das wird Realtek sein. BGN, wir sind schon bei AC. Wohlgemerkt, der N-Standard ist mittlerweile fast schon veraltet. Ich habe sie mal rausgesucht, also ich habe eine ähnliche rausgesucht. Und zwar haben wir hier eine Gigabyte-Karte PCI Express WLAN AC. Das ist schon ein neuer Standard, auch mit zwei Antennen, wie es da angegeben ist, für 26,17 Euro. Hat maximale Datenübertragungsrate 1733 Mbits, wenn wir das vergleichen. Wir haben hierbei 300 Mbits bis zu, ne, je nachdem, ob ihr den N-Standard nutzt oder B&G. B&G würde ich sowieso nicht mehr nutzen, der ist schon veraltet. Sound. Integrierter Onboard 7.1 Controller ALC HD Audio. Wird wahrscheinlich auch von Realtek sein. Ist einfach integriert onboard auf diesem kleinen, süßen Mainboard hier. Hier sieht man auch nochmal die Anschlüsse. Es ist einfach ganz normal Mikrofon, Line-In und der grüne ist für die Lautsprecher. Genau. Gehäuse. Ultimativer Gaming Tower Gnome von Deepcool mit Doppelhelix. Gehäusefarbe, Seitenwand mit Sichtfenster wird mitgeliefert. Das ist aber nett von denen. Ja, der Doppelhelix ist einfach hier vorne diese Kunststoffröhre mit... Es wird wohl kaum Glas sein da drin. Es ist einfach nur ein beleuchtetes Röhrchen, was um sich geschlungen ist. Also ein Helix. Er leuchtet fein, es ist nichts Besonderes. Grüne Akzentbeleuchtung. Ich habe gehört von dem Kollegen, der mir diesen Rechner geschickt hat, der ihn sich auch gekauft hat, wohlgemerkt, dass er bei ihm wohl blau ist oder rot, keine Ahnung. Lässt sich vielleicht sogar umstellen, das wäre ja was Feines. Ja, nichts Besonderes zu sagen. Ich kenne dieses Gehäuse so nicht. Ich habe es noch nicht verbaut in irgendeiner Form. Es sieht aus wie jedes andere Gehäuse auch. Ihr habt da unten diese Box, wo das Netzteil drin hängt. Oben den Anschluss für die Wasserkühlung. Eventuell sogar in der Front, das weiß ich jetzt aber nicht. Da müsste man sich das ganze Gehäuse nochmal genauer angucken. Es ist aber nichts Besonderes. Das wird ein 50-Euro Gehäuse sein. Ich habe jetzt einfach mal eins rausgesucht. Und zwar das MSI MPG Sekira 100R. Das habe ich selber auch noch nicht verbaut, aber es kostet 115 Euro und es sieht sehr gescheit aus. Es ist dasselbe in grün. Hier unten habt ihr die Kiste. Hier ist sogar noch ein kleiner Schacht, dass man sieht, was das Netzteil beinhaltet, weil wir haben jetzt zum Beispiel das Asus ROG Strix Netzteil geholt und das ist sehr schön mit Design, hat teilweise, je nachdem welche Variante man holt, noch ein Display an der Seite, die aktuellen Wattverbrauch anzeigt. Ist dann sehr praktisch, wenn man so ein Fenster hat. Hier vorne anstatt der Lüfter kann man natürlich auch eine Wasserkühlung anbauen, da oben sowieso. Ihr seht da diese kleinen Lamellen, die sieht man von oben wahrscheinlich sogar noch besser, ja, hier sind sie. Und es ist ein vernünftiges Gehäuse von MSI. Es ist sehr teuer, aber es sieht für mich sehr vernünftig aus. Netzteil. 500 Watt CSL Silent Netzteil, also in eigener Herstellung scheinbar, 500 Watt CSL CSL, ich weiß gar nicht, ob man diese Netzteile einzeln kaufen kann oder ob die nur in diesen Fertig-PCs verbaut werden. 82% Effizienz ist sehr wenig. Es wird wahrscheinlich noch überhaupt keine Verifizierung kriegen, was Bronze, Silber, Gold, Platin, wie sie alle heißen, angeht. Wir können uns die Liste mal angucken. Hier haben wir diese Liste. 80 Plus Netzteile, Titanium, Platinum und Gold einfach erklärt. 80 Plus Netzteile haben einen Wirkungsgrad von mindestens 80%. 80 Plus Bronze Netzteile haben einen Wirkungsgrad von mindestens 82%. Die 82% sind angegeben, also hat dieses Netzteil tatsächlich eine Bronze-Verifizierung. Das ist aber auch schon fast das Niedrigste, also es ist nichts Besonderes. Ich habe mal eins rausgesucht, was man vielleicht da reinknallen könnte. Dies ist ein 550 Watt Corsair CV-Series. CV 550 80 Plus Bronze, da ist es immerhin mit angegeben. Habe ich schon öfter verbaut, Corsair. Vielleicht nicht 550 Watt, ich nehme mal ein bisschen mehr, damit man auf der sicheren Seite ist. Was vielleicht zukunftstechnisch, also die Zukunft angeht. Weil, wenn man jetzt eine fettere Grafikkarte oder ähnliches reinbauen möchte, steht man auf einmal auf dem Schlauch, wenn die sich dann locker mal so 200, 250 Watt reinpfeift und der Rechner dann einfach sich abschaltet, weil die Last auf das Netzteil zu hoch ist. Tastatur und Maus, CSL Gaming Desktop Morpheus, Gaming-Tastatur mit drei wählbaren LED-Hintergrundfarben in Rot, Blau und Lila, Gaming-Maus mit optischen Sensor, 6 Tasten und RGB-LEDs. Das ist immer sehr wichtig, RGB erhöht die FPS um ganze 3%. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber es ist ein Running-Gag. Sollte jeder von euch kennen, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Es ist nichts Besonderes. Es ist eine Gaming-Tastatur und eine Gaming-Maus. Wie die von der Qualität sind, weiß ich nicht. Sie sind hier vorne auf dem Bild zu sehen. Es ist einfach nur ein großes Stück Plastik mit einem fetten Aufdruck CSL drauf, genauso wie bei der Maus. Wir werden da was anderes raussuchen, sei es Corsair oder Rocket oder Logitech, wie auch immer.
Betriebssystem, Windows 10 Home, 64-Bit vorinstalliert, inklusive Installationsmedium USB-Stick. Das finde ich sehr cool, dass der Stick mit dabei ist, falls man es doch nochmal neu aufsetzen möchte. Aber Software, Bullguard, Internet Security, inklusive 90-Tage-Updates, das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist mehr oder minder eine Katastrophe. Man kriegt 90 Tage lang Updates und danach möchten sie natürlich, dass man ein Abo abschließt. Und so können die natürlich den Preis des PCs auch reduzieren. Der Softwarehersteller bezahlt Geld dafür, dass es vorinstalliert wird. Die Leute bekommen 90 Tage kostenlos Internet Security, sei es eine Firewall oder Antivirus oder was auch immer es ist. Und danach wird man gebeten, ein Abo abzuschließen oder man deinstalliert die Software einfach von Anfang an. Deswegen, naja. Was man noch optional dazu kriegen könnte, wäre Microsoft 365 Single für einen Nutzer. Im Wert von 69 Euro UVP. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneDrive, Skype, 1TB OneDrive, Cloud-Speicher, das ist ganz nett. Monatlich 60 Skype, freie Minuten für Anrufe in über 60 Länder? Okay, gibt es wirklich noch Leute da draußen, die Skype benutzen und dafür Geld bezahlen? Permanente Aktualisierung. Ich weiß nicht, wie lange das läuft. Ich glaube, 365 wird wahrscheinlich die Tage angeben, wie lange dieses Produkt nutzbar ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich arbeite nicht mit Office, ich arbeite mit OpenOffice. Das ist dauerhaft kostenfrei und wird nicht wie Müll dazu installiert. Immerhin hat man hier jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, McAfee Total Protection für 10 Geräte. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch ein Jahr lang laufen. Man kann es aber auch einfach weglassen, genauso wie das Microsoft-Gedöns. Aber ich wollte es erwähnt haben. Und wir schauen uns jetzt mal nochmal genau die Preise einzeln an. Das war jetzt soweit die Erläuterung dazu. Also, der Ryzen 5 2600, den haben wir ja schon gesehen, kostet 128 Euro. CPU-Kühler, Wasserkühlung, Gamer Storm, die kostet tatsächlich ziemlich viel. Ich wusste das nicht, 126, deswegen muss ich jetzt nochmal den Warenkorb ein bisschen umändern. Hier hatte ich zuvor die Be Quiet Pure Loop drin. Die werde ich jetzt rausschmeißen und werde dafür eine bessere nehmen. Wir haben jetzt in dem Fall die MSI Maccore Liquid 360R. Das ist eine voll RGB-beleuchtete, nicht nur weiß, sie ist wirklich komplett mit Logo und allem drum und dran. Und von MSI, da können wir uns auch schön beim Gehäuse keine Sorgen machen, dass das nicht passen sollte in irgendeiner Form. Die wird wohl dafür ausgelegt sein. Boot SSD. SSD 240 GB hatten wir ja eben schon. Das war die Patriot. Die kostet 25,70 Euro. Ist schon im Warenkorb. Ich werde es euch gleich noch zeigen. Speicher 16 GB DDR4 RAM, da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe einen, es ist Dual-Channel, also es sind zwei Riegel A 8 GB. Ich habe einen einzelnen 16er Riegel genommen, das werde ich jetzt noch eben schnell ändern. Hier sieht man ihn, den 16 GB Crucial, der Hersteller stimmt zumindest schon mal. Ist sogar höher getaktet mit 2933, was eben auch der Ryzen 2600 unterstützt. Den werde ich jetzt eben rausschmeißen und dann Dual-Channel nehmen, natürlich auch von Crucial, damit wir da ein bisschen markentreu bleiben. Ich sehe gerade, dass unter dem 2933er von Crucial wirklich nur Single-DIMMs zur Verfügung stehen, es sei denn... Nein, tatsächlich, es sind nur Single-DIMMs überall. Wir nehmen einfach einen anderen Hersteller, wo ich denke, dass die Qualität stimmt und der Preis natürlich auch. Wir wissen jetzt ungefähr, dass 16 GB 76 Euro kosten. Nimmst du zwei Riegel, sind es wahrscheinlich 80 Euro. Ich werde jetzt was Schönes raussuchen, wo die Taktrate aber zumindest schon mal besser ist als bei dem, der Stock bei CSL angeboten wird. Hier haben wir ihn auch schon, 16 GB Corsair Vengeance RGB Pro für AMD Schwarz, DDR4 2933. Es ist ein Dual-Kit, es sind zwei Riegel, sogar mit RGB-Beleuchtung, die bei dem anderen einfach fehlen würde. 82,71 Euro, die knallen wir mal in den Warenkorb. Jetzt haben wir hier die Grafik GeForce GTX 1050 Ti 4 GB, DVI HDMI DisplayPort, haben wir eben schon rausgesucht, habe ich hier oben drin. Die liegt auch schon im Warenkorb, 144 Euro. Jetzt kommt das Board. Beim Board ist es schwierig. Das Board ist veraltet. Mit dem Chipsatz von A320M-K. Wir wissen, dass es laut Vergleich zwischen 50 und 150 Euro kostet. Ich würde sagen, wir nehmen ein vergleichbares Board. Selbst bei Amazon gibt es das für 53,90 Euro. Wir nehmen ein vergleichbares Board, damit wir im selben Warenkorb bleiben. Sonst müssen wir später so blöd zusammenrechnen. Ich habe mich für Folgendes entschieden. Das ASRock A320M Pro 4-F AMD Sockel AM4 kostet 56 Euro, sogar ein bisschen teurer jetzt bei Amazon als das andere Board, aber es geht ja jetzt gleich um den Preisvergleich, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Netzwerk ist integriert, das ist ja natürlich hier auf dem Mainboard. Die WLAN-Karte, die habe ich ja eben schon rausgesucht, das war ja diese hier, die liegt auch schon bei uns im Warenkorb, wir werden gleich noch weiter schauen, auf jeden Fall ist das Produkt schon mal abgehakt und ist sogar noch neuer. Wir haben den BGN-Standard auf dem CSL Gaming. Da steht ja der BGN und wir haben
Hier natürlich. AC. Der neue. Ich glaube sogar, das ist abwärtskompatibel zu N. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier steht's. A, AC, B, G, N. Alles vorhanden. Sogar eine bessere Karte. Haben wir direkt in den Warenkorb gelegt. Sound, integrierter Onboard-Sound. Da würde ich jetzt nichts ändern. Das ist auf dem anderen Mainboard genauso. Gehäuse. Ultimativer Gaming Power Tower. Genom von Deepcool mit Doppelhelix. Da haben wir das eine Gehäuse eben schon rausgesucht, was deutlich besser ist. Es sieht vor allen Dingen auch stabiler aus. Es liegt auch schon bei uns im Warenkorb, glaube ich. Ansonsten werde ich das gleich nochmal kontrollieren. Netzteil, 500 Watt CSL Silent Netzteil, 82% Effizienz. Da haben wir jetzt auch eins genommen mit 82% Effizienz, was sogar schon Bronze verifiziert ist. Tastatur und Maus, jetzt wird natürlich ein bisschen interessanter. Es kommt darauf an, was man haben möchte. Wenn man ein bisschen Qualität möchte, nimmt man Logitech oder Corsair oder was einem halt beliebt. Wir werden jetzt einfach mal irgendwas raussuchen und es dann in den Warenkorb knallen. Natürlich mit LED-Beleuchtung. Und wenn es nur drei Farben sind, ist ja egal. Die Maus hat auch RGB-LEDs. Wir schauen mal, was wir finden. Wir hätten hier zum Beispiel eine Trust GXT 845 Tural Gaming Combo.de. Würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. Als Einsteiger ist es bestimmt cool. Wir werden aber was anderes raussuchen. Hier nochmal ein Vergleich. Was wäre, wenn man eine billige Maus bestellt, hat auch RGB-Beleuchtung, bedeutet also quasi gar nichts, kostet 9,60 Euro. Werde ich jetzt auch nicht in den Warenkorb tun. Ich werde was Vernünftigeres raussuchen. Hier hätten wir etwas von einer Marke, die ich zumindest schon mal gehört habe, wo ich von, glaube ich, erst Gehäuse verkauft habe. Ich weiß es gar nicht, beziehungsweise empfohlen habe. Ich knall die jetzt einfach mal in den Warenkorb. Ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn man wirklich was Vernünftiges haben will, nimmt man halt eben Logitech, Corsair, wie auch immer die ganzen anderen Marken heißen. Ich packe die jetzt da rein und dann suchen wir uns noch eine schöne RGB-Tastatur aus. Passend dazu habe ich die Shakun-Tastatur Skiller SGK5 Gaming-Keyboard.de Layout gefunden. RGB beleuchtet in mehr als drei Farben, wie man sieht. Weiß gar nicht, was die da genau zu sagen. Anpassbare RGB-Beleuchtung. Hintergrundbeleuchtung der Skiller lässt sich in 6 Zonen und 16,8 Millionen Farben beleuchten. 6 Zonen bedeutet dann meistens, das hier ist ein Block. Das hier ist ein Block. Hier wird es nochmal aufgeteilt. Man wird so einen Regenbogen-Effekt bekommen. Die packen wir einfach in den Warenkorb. Die sieht vergleichsmäßig ziemlich gut aus. Hat sogar scheinbar noch G-Tasten und ähnliches. So, Betriebssystem. Windows 10 Home. Da wird es dann irgendwann schwierig. Es kommt darauf an, wo man Windows 10 kauft. Es gibt auf eBay zum Beispiel diverse Angebote von Windows-Schlüsseln, die man sich kaufen kann für 5, 6 Euro. Man kann es auch ganz offiziell kaufen, dann kostet es, glaube ich, um die 80 Euro. Muss man selber wissen, was man möchte. Wenn wir jetzt den USB-Stick nehmen und das Windows, würde ich persönlich sagen 20 Euro. Und dann hat man sogar schon die Pro-Version von Windows 10. Hier sehen wir noch Extras, PCI Express Extender-Kabel, 250 mm zum vertikalen Einbau der Grafikkarte. Ja, das Extender-Kabel, das können wir tatsächlich jetzt nochmal eben dazu rechnen. Hier haben wir diese Extender-Kabel. Die Preise sind merkwürdig, das hier kostet tatsächlich 50 Cent, das hier kostet 13 Euro, das kostet 36 Euro. Ich glaube, wir orientieren uns einfach mal in der Mitte und schreiben uns jetzt einfach auf, dass wir gleich 20 Euro mit da drauf rechnen auf den Endpreis. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal notiert, 20 Euro für das Extender-Kabel, 30 Euro für Windows 10 plus USB-Stick. Das können wir tatsächlich noch dabei schreiben. Dies ist allerdings jetzt hier in dem Preis mit inbegriffen, deswegen das merken wir uns einfach nur. Ich minimiere das, wir schauen uns jetzt mal den Warenkorb an. So, hier haben wir den Warenkorb. Hier ist alles zum Vergleich nochmal aufgelistet. Ich werde jetzt den anderen Bildschirm nochmal dabei holen. CPU AMD Ryzen 5 2600 ist drin. Die 240 GB SSD, die viel zu klein ist, wenn man sich mal überlegt, das glaube ich, ich habe es nur gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, Call of Duty aktuell 180 GB oder ähnliches frisst. Wenn ihr da noch ein Windows und ein paar Programme installiert habt, wird es echt eng. Deswegen würde ich euch empfehlen, da auf jeden Fall auch eine größere zu nehmen. Aber wir packen sie jetzt so in den Warenkorb. Für den Preis von, glaube ich, 26 Euro könnte man sich auch zwei oder drei reinknallen oder direkt eine große nehmen. Das ist relativ unerheblich. Speicher 16 GB DDR4 RAM, Dualschnelle 2666 MHz. Haben wir hier tatsächlich 2933 MHz. Das, was der Ryzen eben auch unterstützt. Ob der Unterschied jetzt merklich schneller ist, weiß ich nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Allerdings ist der Corsair Vengeance auch mit RGB-Beleuchtung, für die, die es mögen. Und qualitativ, denke ich, auch schon hochwertiger als Kuschel. Grafik GeForce GTX, die haben wir natürlich auch hier drin. Hier ist sie. Mainboard Asus Prime, das haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben aber denselben Chipsatz genommen und der liegt
Haben wir eben bei Geizhals gesehen, zwischen 50 und 150 Euro. Da sind wir jetzt bei dem hier bei 56,71 Euro. Von daher kein Problem. Laufwerk nicht vorhanden. Netzwerk ist auf Onboard. WLAN-Karte haben wir hier drin. Sound ist auch Onboard. Gehäuse haben wir ein fettes Gehäuse von MSI genommen. Netzteil 500 Watt. Wir haben tatsächlich 550 Watt von Corsair. Das ist wirklich ein richtiges, vernünftiges Netzteil, qualitativ hochwertig. Das CSL-Netzteil, ich weiß nicht, wie lange das halten soll. Hier ist die Maus und die Tastatur. Beides von Shakun. Das hier ist einfach nur eine CSL-eigene, die sie irgendwo in China produzieren lassen, so wie alle Hersteller. Aber ich glaube, die kommen aufgrund der hohen Abnahmemenge, weil sie das zu jedem zweiten Gaming-PC hinzupacken, relativ günstig da dran. Extras PCI Express Extender-Kabel haben wir uns aufgeschrieben, Windows auch. Software können wir völlig vernachlässigen, ist einfach nur Werbemüll meiner Meinung nach. Muss jeder selber wissen, ob er das unbedingt braucht. Ich finde, der Windows Defender macht einen sehr guten Job. Und hier haben wir nun den Endstand. Wir sind bei 11 Artikeln. Bei 807,80 Euro. Die Kiste kostet 950. Wir haben qualitativ hochwertigere Komponenten verbaut. Wir haben unter anderem ein besseres Gehäuse, ein besseres Netzteil, eine bessere Wasserkühlung, einen besseren RAM-Speicher. Das Mainboard, weiß ich nicht, ob man das gleichsetzen kann. Tastatur und Maus, denke ich, sind auch besser. Ich habe keine Erfahrung mit den CSL-Produkten. Ich würde aber sagen, wenn sie überall beiliegen, dass die doch schon ein bisschen günstiger sind. Wir haben eine bessere WLAN-Karte, die Grafikkarte ist gehopst wie gesprungen, welchen Hersteller man da nimmt, je nachdem welche Anschlüsse man braucht und welche Kühlung. Die Patriot Burst ist auch schneller, laut Liste. Ich weiß nicht, was die in der Realität in dem Benchmark erreichen, aber ich nehme jetzt einfach mal die Liste, die dabei ist. Ja, und der Ryzen bleibt natürlich auch gleich. Da seht ihr jetzt schon den Unterschied, wir haben qualitativ viel bessere Partikel, sind bei 807,80 Euro, hier sind wir bei 950 Euro. Es ist auch noch zu beachten, wir sind hier bei Mindfactory. Das hier ist keine Unternehmensseite im Sinne von, ich kriege Einkaufspreise. Nein, das sind Endkundenpreise. Endkundenpreise. Ihr müsst euch vorstellen, Mindfactory oder eben auch CSL Computer kauft diese Artikel hier in riesigen Stückzahlen auf, kriegt natürlich deswegen auch einen besseren Preis und wird gegenüber diesen Preisen beziehungsweise dem Endergebnis von 807,80 Euro werden die ganze Geschichte, ich weiß nicht, wie hoch die Marge ist, ich würde es mal bei 5-10% ansetzen, sind sie bei 720 Euro Einkaufspreis oder ähnliches, je nachdem, wie hoch die Abnahmemenge ist. Und da seht ihr schon, wie viel Luft da noch zwischen ist. Klar, es muss noch jemand dahingestellt werden, um das Ding zusammenzubauen. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich brauche circa, wenn ich alles vernünftig konfiguriere und Zusammenbauer, vor allen Dingen auch das mit der Wasserkühlung und so weiter und dass der RAM richtig getaktet wird, würde sagen, mit Installation von Windows eine Stunde, wenn es hochkommt. Sei denn, das Gehäuse macht Probleme. Und ich glaube, dieses Gehäuse würde wirklich Probleme machen, weil man da an einige Stellen nicht rankommt, wo man bei dem MSI-Gehäuse auf jeden Fall rankommt. Also, Fazit. Wir sind hier bei 11 Artikeln 807,80 Euro. Hier sind es 150 Euro Unterschied. Endkundenpreise, wohlgemerkt. Und ich würde euch echt empfehlen, lasst euch den Computer, vor allen Dingen jetzt, wenn es in die Weihnachtszeit geht, einfach von jemandem zusammenstellen. Und lasst euch nicht abziehen von solchen, naja, Anbietern, wie es hier halt steht. Ich möchte jetzt wirklich nicht gegen andere Leute oder diese Anbieter schießen, die wollen auch irgendwo Geld verdienen. Aber ich finde es schon dreist, wenn wir ungefähr 20% Unterschied haben bei den Endkundenpreisen gegenüber den Einkaufspreisen vom Hersteller. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und eine Sache noch, ich hatte eben vergessen, bei dem Endpreis noch diese 50 Euro für den Windows-Schlüssel plus USB-Stick und dieses Kabel reinzurechnen. Aber selbst dann seid ihr immer noch günstiger dran, wenn ihr euch den von jemandem zusammenstellen lasst. Und noch eine Sache, ich hatte eben über den Preis bzw. die Dauer gesprochen, die es braucht, so einen Rechner zusammenzubauen. Ich habe ja mit einer Stunde gerechnet. Wenn man jemanden, sag ich mal, wirklich fest anstellt und eine Stunde arbeiten lässt, dann könnt ihr ruhig nochmal 50 oder 60 Euro draufrechnen. Und selbst dann seid ihr immer noch günstiger und habt bessere Komponenten, als wenn ihr diesen PC einfach nur fertig kauft und euch liefern lasst. Tut es am besten nicht. Sucht euch jemanden in eurer Nachbarschaft, in eurem Bekanntenkreis, der sich mit sowas auskennt. Und den für euch vielleicht sogar nur für eine Kiste Bier oder ähnliches zusammenbauen lässt, ist ja völlig egal.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich werde jetzt versuchen, so einmal pro Woche ein Video hochzuladen. Würde mich freuen, wenn ihr weiter mit dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.